Hallo Leute, ich wollte die heutige Aufnahme mal ein bisschen anders gestalten, weil eine Frage, die sich durchaus häufig bei mir einschleicht und die ich jetzt endlich mal eingehend beantworten möchte, ist: Machst du ein Applied Energistics Tutorial? Das fragen ja echt viele Leute. Auch in den Kommentaren habe ich schon mehrfach gesehen. Ja, ich arbeite dran. Das wollte ich euch mal kurz zeigen, dass ich also nicht faul in der Ecke rumliege, sondern dass ich wirklich dran arbeite. Nur mal, dass ihr mal eine kurze Sneak Peek kriegt. Also das wird hier so der Startraum und hier hinten gibt es dann die Verarbeitungsmaschinerie. Ein Teil habe ich schon fertig, ein Teil noch nicht und da arbeite ich gerade dran. Also nicht, dass ihr denkt, ich ignoriere es oder so. Die Frage ist durchaus gerechtfertigt und wird auch sicherlich bald beantwortet und fertig sein. So, jetzt wieder in den regulären Bereich, in den regulären Betrieb zurück quasi. Die zweite Frage, beziehungsweise die zweite Aussage ist eigentlich, war ja hier so zum Thema, ob es denn so schlimm wäre, dass ich Diamanten liegen lasse. Und dass es ja einige Leute anscheinend wirklich schlimm finden. Ich persönlich jammer nicht rum, wenn mir Diamanten fehlen. Das ist nur einfach der Punkt, dass ich momentan gar nicht so den Fokus auf Diamanten setze. Ich gucke zwar danach, aber es ist halt nicht so, dass ich jetzt, oh, ich muss unbedingt Diamanten finden, ne? Ist mir eigentlich relativ egal. Es gibt Schlimmeres, zum Beispiel die Zinnarmut. Das finde ich viel schlimmer momentan. Also, solange ihr nicht in den Kommentaren rumjammert, dass ich keine Diamanten habe und wieder los muss, ich werde es mit Sicherheit nicht tun. Gut. Was war denn noch Interessantes? Ach ja, vielen Dank für den Tipp mit den Advanced Solar Arrays. Tolle Geschichte, aber noch so ein Mod in der Intensität möchte ich jetzt nicht zwingend hier so, ne? Wisst ihr Bescheid. Also, ist sehr nett von euch oder von dir. Es war, glaube ich, Super Sand, wenn ich mich recht entsinne. Super Sand, super. Wie? What, whatever. Oh, nice. Auf jeden Fall, also nicht whatever wegen dem Namen, sondern weil ich den Namen jetzt gerade einfach nicht im Kopf habe. So, was war denn noch Interessantes? Ich überlege gerade. Zu der letzten Folge. Ich glaube, ach doch, das Panel da oben links ist Ingame-Info, das ist richtig. Also, das stimmt durchaus. Und jetzt kann ich euch ja mal sneak peeken. Ich weiß zwar noch nicht, welche Folge zuerst rauskommt, ob ich erst meine Ankündigung raushaue und dann das hier oder umgedreht, ich weiß es noch nicht. Aber, für den Fall, dass ihr das Info-Video nicht sehen solltet, weil er kein... Meine Güte, was ist denn hier unter uns los? Verdammt. Weil ihr keine Lust drauf habt oder was auch immer, am Samstag wird es einen Livestream geben. Nur schon mal so spontan zur Ankündigung. Und in dem Livestream geht es diesmal Tatsache um, hallo der Herr, um den Server. Also auch, nicht nur, aber auch. Irgendwie muss ich hier unten mal eine Runde Ausrottung spielen, glaube ich. Das werde ich jetzt gleich mal machen. Wie ihr vielleicht gesehen habt, um jetzt mal wieder zum ganz regulären Let's Play-Betrieb zurückzukommen, weil das ist ja immer ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe hier schon die Rohre abgetrennt gehabt, weil ich die ganze Lava habe rüberfließen lassen in den anderen Tank. Und ja, wie ihr gerade seht, habe ich gerade die letzten Reste unseres tollen Zwischentanks hier abgebaut. Ist doch schon mal echt ein Anfang, oder? So, ansonsten habe ich heute noch ein paar Dinge vor. Aber vorher muss ich erstmal eine Runde Zombies ausrotten gehen. So, und davor... Verdammt, habe ich nicht da. Na egal, komm, hier. Oh Gott. Hatte ich nicht irgendwo noch ein Scheuwelchen? Ja, da habe ich ein Scheuwelchen. Super. Finde ich klasse. Also irgendwo hier. Da vorne ist klar, aber irgendwo hier. Gehen mir gerade gehörig Viecher auf den Geist. Er muss hier irgendwo vor mir sein. Hey, Eisen. Wow. Hier muss wohl eine etwas größere Höhle noch irgendwo versteckt liegen. Und es ist so ziemlich genau vor mir. Ah, hi da. Wow. Das ist nur so ein kleines komisches Kabuff hier. Wollt ihr mich rollen? Ah. Gleich zumachen.
dieses Rumgestöhne da die ganze Zeit geht mir ja schon ein bisschen auf den Senkel, gebe ich ja ganz ehrlich zu. So. Okay, und dann muss ich, glaube ich, mal den Minecraft-Sound ein wenig runterdrehen. Um euch nicht zu sehr zu nerven damit. So, Erde. Erde. Entschuldigung. Boah, jetzt verschlucke ich mich hier schon. Ja, also. Zombie ist weg, sehr schön. Und wir werden jetzt mal versuchen. Ha! Ha! Ich hab's geahnt. Mein Handy hat versucht zu klingeln. Gut, dass ich es auf lautlos habe. So, also hier seht ihr, habe ich das dann umgeleitet und auch in den Tank wieder reingeleitet. Und hier geht es jetzt erstmal rüber. Und von den beiden hier aus werde ich dann erstmal jetzt noch Engines antreiben. Und da will ich nicht nur ein paar nehmen, sondern also nicht nur die beiden, die wir da oben haben, sondern werde mir gleich noch ein paar mehr bauen. Ihr seht, es fließt hier fröhlich raus und wieder rein und raus und wieder rein. Ist normal, weil es wird ja auch ein bisschen was verbraucht. Außerdem hätte ich natürlich dann gleich gerne noch ein paar Energiezellen. Das können wir dann gleich mal alles angehen. So, Tür zu, alle check. Und Ruhe, ist unglaublich. Ist das schön, ist das wunderbar. So, okay, ja, Target not found ist klar, weil die Karte gibt es nicht mehr. Schniff. Das finde ich auch total doof, dass man die nicht dann wieder irgendwie umlegen kann oder so, sondern dass ich die im Grunde nicht hier wegschmeißen kann, diese blöden Karten. Ah, ärgerlich. Gut, was wollte ich denn machen? Also, ich brauche als erstes ein bisschen Elektrum. Habe ich da? Nö. Gut, Silber und Gold müsste ich ja noch hier haben. Machen wir mal 32, ja. Machen wir 32. So. Einmal zum Atom. Auf zum Atom. Egal. Wir schmelzen jetzt hier erstmal ein bisschen Silber und Gold ein. So. Klack und klack. Und ich hätte gern etwas Elektrum, bitte. Ist das Elektrum? Yay. Juhu. So. Den muss ich hier auch dran lassen und ihr kommt dann gleich ab. Aber vorher müssen wir das irgendwie noch anders klären. Ich glaube, ich baue mir einfach mal 4 neue und nehme dann die beiden mit runter. Wie viel MJ haben wir hier? 3? Also 4 können sie, glaube ich, Maximum. Ja. Okay. Das können sie dann ruhig auch gleich machen. Und du kannst hier einfach mal das bisschen Eisen noch durchhauen. Warum auch immer, aber... Warum nicht auch mal was Unnötiges, oder? Ich habe gesagt, das ist zu viel Holz. Verdammt. So, vielleicht sollte ich das Elektrum auch mitnehmen. Wäre günstig, oder? Glaube ich zumindest. Und dann müssen wir die... Ja, egal. Dann müssen wir, glaube ich, auch die Kiste da mal irgendwie ins System integrieren. Aber das können wir machen, sobald es hier alles drüben steht. Und hier, du bist voll leer, was auch immer. Voll. Ich habe jetzt keine Zeit. Und keinen Platz vor allem. Vor allem keinen Platz. Und keine Lust kommt auch dazu. So, du kommst weg, du kommst weg. Ihr kommt weg. Du kannst hier Obsidian, brauche ich gerade auch nicht. Sand kann mit rein. Du kannst mit rein. Slabs habe ich ja sowieso schon reingeschmissen. Und dann sieht es ja schon wieder ein bisschen freundlicher aus hier. Wenigstens so ein bisschen. So, okay. Dap, dap. Peng. Okay, Liquidukte haben wir jetzt also definitiv noch genug. Ah, Kaffee. Und übrigens habe ich mir hier Iridium markiert, also theoretisch kommen wir auch jederzeit da wieder hin, wo ich da angeblich was vergessen habe. Ja, nur mal gleich so, ne? So. Ich hätte gern... Frame. Ein Redstone Energy Cell Frame. Nee, kein Tesseract. Redstone Energy Frame. Da. Ach,
jetzt brauchen wir Diamanten. Das ist ja ärgerlich. Gut, dass ich welche habe. Boah, wäre das jetzt blöd, wenn ich da keine Diamanten hätte. Mann, Mann, Mann. Okay, das war fies, aber ich habe halt echt ein paar Diamanten. Habe ich das harte Glas hier reingeschmissen? Nee. Eins, zwei. Ach ja. Und ich habe nicht genug hartes Glas. Das ist viel schlimmer. Dip, 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 dip. So. Mache ich jetzt noch hartes Glas? Ich mache jetzt noch hartes Glas. Ich glaube auch, ja, Obsidian sollte noch drüben sein. Ein bisschen Lead wäre nicht schlecht. Klack. Etwas Blei. Und dann werden wir gleich mal eine gute Portion machen, damit wir da nicht so hinterherhängen müssen. Langsam aber sicher kommen wir ja auch auf einen Status, der sich wirklich ein bisschen besser macht. So, okay. Dann hätte ich gerne erstmal ein bisschen Obsidian Dust. Okay, der darf arbeiten. Und wir müssen mal gucken, was wir für die Magmatics brauchen. Das war doch Invar, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Also Eisen und Nickel. Da werden wir auch gleich noch was besorgen von. Dann können wir nämlich die Engines auch gleich bauen. Und dann wird die Energieversorgung, zumindest was MJ angeht, schon mal relativ gesichert sein. Und das gleiche System bauen wir dann nochmal für hier den Mist. So. Haben wir noch Invar da? Ja, ein bisschen was. Und ansonsten brauchen wir Nickel. Und Eisen. Ich glaube sogar, das können wir auch in dem Induction Smelter machen, wenn ich mich da recht entsinne noch. Man vergisst immer so viel, man vergisst so viel Zeug. Ach so, und die Sebikraft-Leute haben gesagt, ich soll einen Aufruf starten. Die haben aber wahrscheinlich eher die Hoffnung, dass ich dann, naja, ich soll mir von euch Poster schicken lassen. So von wegen Hall weg und so. Aber da ich irgendwie keine Lust habe, ich sehe nämlich, dass ich nachher nur Justin Bieber Poster oder so ein Mist kriege, habe ich da ein bisschen Schiss vor. Aber ihr könnt ja mal eure Meinung dazu kundtun. Ob ihr mir gerne Justin Bieber Poster schenken möchtet. Und nein, ich will keine. Nur um das gleich mal klarzustellen. Komm, 60 Stück. 63, los. Blip, 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 blip. Genau, so, reicht. Kann er noch ein bisschen was herstellen, aber für uns soll das erstmal genügen. So, na, 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 na. Oh, es ist schön, wenn der Tank hier nicht mehr ist. Der nervt nämlich doch. Und wenn das hier noch weg ist, dann ist es noch viel, viel besser. Obwohl ich noch nicht so ganz weiß, wo ich meine Zauberhütte jetzt hinstelle. Ob ich das wirklich hier einfach vergrößere? Ah, wir werden sehen. Wir werden sehen. Und ich habe noch kein Hardened Glas. Aber egal, wir können ja erstmal hier... habe ich noch Eisen? 1, 2, 3, 4. 6. Ach komm, machen wir gleich 4. Warum nicht? Das war jetzt schlau. Ich will kein Blei, ich will Eisen. So, so, so und so. 8 Gears. Ich muss gerade mal überlegen, welche Transmission Coil war mit, genau, mit Silber. Redstone brauchen wir eh ein bisschen was, weil wir gleich noch was einschmelzen müssen. Und Silber. 4 Stück. Und ich glaube, jetzt brauchte ich noch ein paar Pistons, wenn ich mich recht entsinne. Jo. Okay, das ist aber zum Glück nicht ganz so kompliziert. Ah, ich habe leider keine Holzplanken mehr. Boah, dieses Handy, ey, wirklich, ohne Witz. Das scheint es quasi zu riechen, wenn ich aufnehme. So gleich, ach, jetzt müssen wir Lärm machen. Jetzt geht's los. Wie gesagt, das vibriert hier fröhlich vor sich hin. So, wie viel hast du denn hier schon durch? Okay. Ja, kann ruhig erstmal noch ein bisschen ackern. Wir brauchten, jetzt habe ich es wieder, Pisten, 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 Eisen. Bin ich jetzt echt umsonst hier rüber? Egal, dann kann der hier gleich mal noch ein bisschen was machen. Ich
muss gerade überlegen, ich brauche 80, also 64 plus 26, 16, 26, was erzähle ich? 16, so. Na? Klick, 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 klick. Na komm. Ja, geht doch. Alle schick. Obsidian. Blei. Im Grunde ist Hardened Glass ja wirklich nur Bleiglas. Oh, eine sehr witzige Sache. Also quasi mit Blei verglaste Scheiben, mit Blei verbleite Scheiben, so. Und gib mir mal hier ein bisschen was, so. Kannst du hier mal fertig machen? Kommt schon, das Publikum wartet. Die wollen ja nicht die ganze Zeit mit mir rumgammeln und auf irgendwelchen Obsidian-Dust warten. Und ich würde es gerne weghaben hier, dann wäre ich echt happy. Was ist denn noch relevant? Ach ja, wir wollten Planks holen, deshalb war ich hier drüben. Ha! Gut, ein Glück, dass wir ein paar Planks haben, ey. Wenn wir jetzt keine Planks mehr hätten, boah, das wäre ja so ärgerlich. Aber wisst ihr was? Ich mache das jetzt so und so. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Weil das gehört so in die Kategorie, habe ich eigentlich keine Lust drauf. Dementsprechend, naja, seht ihr gleich. So, wie viel haben wir hier? Ja, komm, reicht. Langt. Ach nee, ich wollte ja erst noch den Kram hier rausnehmen und hier reintun. Genau. Alles weg, alles weg, alles weg. Perfekt. Und Essen wäre auch mal wieder eine Maßnahme. Waren ja gar nicht viele Äpfel. Wenn ich überlege, was der an Äpfeln futtert. Boah, was er generell futtert, da geht man ja kaputt mit. 1, 2, 3, 4. Und einer. So. Ja. Oh, hier. Einmal so. Einmal so. Hier, hier hin. So, und ich glaube, jetzt müssen wir eine Zeit lang keine Pistons bauen. Davon von ausgehen. 1, 2, 3, 4. Ihr kommt hier hin. Ihr kommt hier hin und da. Plopp. Und wir haben 4 Magma Engines, Magmatics. Und das hier rein. Und wir haben 2 Energy Cell Frames und die können wir dann gleich drüben reinschmeißen, damit die gefüllt werden. Lalala. Mensch, es geht ja tatsächlich mal voran. Ist ja erstaunlich. So. Ist 2000 hier drin? Ja. Der braucht jetzt so viel Energie. Naja, soll er mal machen. Wir haben ja Zeit, wir haben ja noch andere Sachen zu tun. Und zwar zum Beispiel Engines hier unten hinstellen. Klick, so. Wie mache ich das jetzt eigentlich am dümmsten? 1, 2, 3, 4. Ja, doch, ich glaube, ich habe. Nee, so gefällt es mir noch nicht. Guck mal her. Ich hätte euch gern hier. Auch das hat einen Sinn und das werdet ihr auch später noch sehen. Ich bin nur am Überlegen, ob ich denn hier die Leitung verlege, einfach oben rum über den Tank. Ja, das passt. Also brauchen wir noch ein paar Redstone Energy Conduits. Dementsprechend brauchen wir also noch mehr geschmolzenes Redstone. Ach, ist das toll. Geh rein. Ja, komm, hau ich noch ein bisschen mehr durch. Kann nicht schaden. Ja, wir hatten 55, dann haut es hin. Liquidukte. Und Bettchen. Ganz wichtig, Bettchen.
Und ich habe natürlich, wie immer, mal wieder nicht auf die Uhr geguckt. Aber ein bisschen was mache ich noch. Ich habe da noch so ein, zwei Sachen vor, die ich ganz gern erledigt hätte. Gut, dann erstmal habe ich noch Elektromehr. So. 48 ist jetzt auch nicht so der Hammer. Und die müssen wir noch füllen. Ja doch, das muss aber reichen. Eigentlich. Das kommt dahin, das kommt dahin, die kommen da rum. Okay, eigentlich könnte ich noch mehr von den Engines bauen, aber ich glaube im Moment ist es einfach total unnötig. Aber so richtig total unnötig. So, dann Liquidukte hier. Nee, das geht nicht. Weil wir müssen ja dort drunter noch irgendwie Schalter anbringen. Ansonsten fließt es ja nicht raus. So, ich hätte das nämlich gerne hier unten lang gelegt. Und dann die zweite Reihe quasi hier lang. Ja, das sieht bestimmt ganz cool aus. Jetzt kann ich nämlich hier in der Mitte Engines reinbauen. Kann hier welche reinbauen und dann habe ich, das ist so ein bisschen die Bauweise von Protoss. Eine sehr coole Sache eigentlich. Das ist durchaus nett. Doch, doch, doch. Okay. Dann können wir nämlich hier 16 Stück auf engstem Raum unterbringen und dann könnte ich davon 2 und oder 4 machen. Mal gucken. Gut, dann. Wie weit sind die Energy Cells? Einer ist gefüllt, die zweite wird wahrscheinlich noch, wo ich ja einfach mal eiskalt sein könnte. Ich brauche erstmal Conduits, die sind wichtiger. Kann man zwar auch nicht so viele von machen, aber zumindest erstmal genug, um die da rein zu tun. Und die eine Zelle mache ich jetzt einfach noch fertig. Und hier in der Mitte kommen jetzt quasi dann die Energy Conduits lang. Die werden dann auch auf Ausgang geschaltet. Blip, 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 blip. Sehr gut. Da können wir eine richtige, schöne, kleine Energieversorgung draus machen. Das werde ich wahrscheinlich auch gleich noch tun. Habe ich noch einen Schalter? Ja. Ein Hebel bitte. Klack. Ja, klack. So. Nee, so war das jetzt eigentlich nicht gedacht. Okay, dann müssen wir uns mit dem Cellframe beeilen. Ich glaube, ich brauchte dafür nur noch ein bisschen Blei, habe ich dabei. Aber ich habe kein Elektro mehr, weil ich das jetzt verheizt habe, was natürlich total sinnvoll ist. Ah. 16 Gold, 16 Silber. Ich glaube, Elektrum sollte man sich doch nochmal zusätzlich in größerer Menge herstellen. Ich sag mal, von den Conduits werden wir wahrscheinlich noch elendig viele brauchen. Oh, ja, sinnvoll. Ja. Komm mal her. Danke. Blei wieder zurück. Invar habe ich hier noch so. Silber bitte, genau. Los, jetzt wenigstens so ein bisschen schon mal. Ah, das müsste schon fast für beide reichen. Mal gucken, ob ich das noch im Kopf hinkriege. Bin ich ja gerade ein bisschen innerlich schon am Rätseln, wie das war. Aber ich glaube, es war gar nicht so kompliziert. Die Zelle in die Mitte, Blei drunter und Elektrum so. Nicht. Ja. Okay. Guck mal nach. Ach, Kontakt ins Coil habe ich vergessen. Na, dann war ich ja wenigstens nicht ganz so falsch. Ist ja schon mal schön, gut zu wissen. Okay, Redstone.
Die Conductance Coil war die mit Elektrum, richtig? Jo. Okay, dann nehmen wir uns die 3 hier einfach mal raus. Nehmen wir uns die 4 hier einfach mal raus. Und bauen mal Conductance Coils, weil da werde ich auch noch mehr als genug von brauchen. Denke ich mal. Wird auf jeden Fall nicht unsere letzte Energiezelle sein, die wir herstellen. Bei weitem nicht. Wirklich, bei weitem nicht. So. Hier kommt dann quasi der Puffer hin. Klack. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit dann, Zellen drunter zu stellen. Einfach so als Ladestation quasi. Und von hier aus gehe ich dann hoch. Über den Tank. Und werde dann in dem gleichen Gewusel hier auch reingehen, wie ich mit der Pipe rein bin. Obwohl ich vielleicht direkt hier dann eins drunter gehe. Und nach drüben. Ja, ich glaube, das mache ich so. Das klingt doch nach einem Plan. So, und du lädst dich jetzt hier brav auf. Oh, das ist ja, wow, gar nicht so schlecht. 24.000 schon. Ja gut, 4 Stück. Die laufen wahrscheinlich auf voller Leistung, ja. Ja, sind schon mal 16 MJ per Tick. Das ist schon eine Menge. Und wie gesagt, ich will ja noch auf 16 Stück hochgehen, aber es ist für momentan einfach völlig unnötig. Jetzt brauchen wir nur noch genug Conduits und dann passt das. Ah. Das wird wohl noch dauern. Das wird wohl noch eine ganze Weile dauern. Aber gut. Ich kann ja vielleicht nachher noch ein bisschen durchlaufen lassen. Kommen wir vielleicht noch ein bisschen weiter in der nächsten Folge oder so. So. Okay. Zumindest erstmal so weit. Ihr seht den Plan. Und jetzt mache ich noch eine Sache, wo mich wahrscheinlich schon die ganze Zeit die Leute für verfluchen. Dass ich es noch nicht gemacht habe. So. Und zwar. Mal gucken, ob ich hier noch. Naja, ja, eins, aber nur. Oh, ich hatte noch eine Conductance Coil, ja. Naja, egal. Brauchen wir, wie gesagt, ja sowieso immer wieder. So, die Liquidukte packe ich jetzt auch mal hier rein. Den Cellframe packe ich hier rein. Ah, hier sind noch Energy Conduits, wenn auch nicht mehr viele. Gut, habe ich sonst noch irgendwas, was ich brauche hier? Ja. Und nein, gut. Dann brauche ich ein bisschen Rubber. Ich weiß gar nicht, ob ich den wieder reingeschmissen habe. Das sieht ja nicht so gut aus. Den habe ich echt meinen gesamten Rubber verbraucht. Wäre ja ein bisschen doof. Egal. Schnell rüber noch ein bisschen was einschmelzen. So viel brauche ich ja eigentlich auch gar nicht. Nur so ein bisschen, damit ich wenigstens noch eine Sache ordentlich abschließen kann hier. Und in der Zeit kann ich ja mein Käffchen trinken. Na komm, gib mir die restlichen 2 noch. Los, sei lieb. Gut. Mehr als 6 wären eh unnötig. Ich muss dringend mal da Obsidian-Pressure Plates rein. Jetzt, wo ich so viel Obsidian habe, baue ich mir keine Pressure Plates. Das ist auch eigentlich total doof. So. Ich weiß, da flucht ihr wahrscheinlich auch schon eine ganze Zeit drüber. Okay. So. Du hier hin. Und. Einmal das. Okay.
Müssen wir nochmal rüber. Ach, wie schön. Obwohl, eigentlich nicht. Ich gehe mal einfach mal hier hin. So, du kannst hier rein. Aber mehr als genug. Jetzt benutze ich das unzersägte Holz, was auch total sinnig ist, aber egal. Wir haben es. Wir haben es ganz dicke. Dementsprechend ist es egal. So, eine Bettbox. So, dann brauchte ich noch einen Circuit. Da haben wir ihn. Sehr schön. Und ich brauche ein bisschen Glowstone. Genau. Zwei Stück bitte. Und jetzt habe ich schon wieder eine Taste. Ich weiß nicht, was ich immer für eine Taste drücke, wenn ich da drin rumsortiere. Das würde mich echt mal interessieren. Okay, das heißt, ich brauche jetzt die Bedbox. Ich brauche den Chip. Wo bist du? Ich brauche zwei Refined Iron. Das weiß ich auch noch. Das weiß ich auch noch. Was kam da noch rein? Oder war das andersrum? Bin mir da gerade ein bisschen unsicher. Ah, ich guck lieber nach. Einmal Electrical Jetpack, bitte. Ach, was? Ein erweiterter Schaltkreis? Was? Boah, ist ja unglaublich. Okay. Lapis Lazuli. 1, 2. Glowstone. 1, 2. Redstone haben wir noch genug. Schaltkreis her. Klack, klack, klack. Klack, klack. Zum Glück ist das ja alles nicht so kompliziert. Da ich in letzter Zeit immer Drag beim Gregtech-Maschinen bauen zugucke, ist es ja alles so simpel auf einmal. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Gut. Dich hätte ich dann gerne mal kurz geladen, bitte. Sehr schön. So, und dann könnt ihr nämlich alle happy sein, dann wäre das Thema nämlich auch durch. So. Dann habe ich jetzt dann auch endlich mal ein Jetpack. Nach Jahren der Weigerung. Ich hoffe, ihr seid glücklich. Dann kann ich dann nämlich durch die Gegend fliegen. Gut, verstreichen wir mal die Nacht hier noch. Wie gesagt, ich werde jetzt gleich noch die Aufnahme für den Livestream fertig machen. Danach das hier alles rendern und hochjagen. Also, habe ich noch ein bisschen was zu tun. Ich wünsche euch erstmal viel Vergnügen. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß in den Battles, weil die sind momentan echt episch irgendwie. Auch wenn der Sound gerade etwas verkackt ist, aber ich glaube, ab der 5. Folge oder so wird es wieder besser. Da habe ich wieder meine eigene Soundspur. Oder ab der 4., weiß ich nicht genau. Also vom Battle, das wäre dann 24 oder so. Ansonsten erstmal viel Vergnügen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.